Guten Abend, meine Damen und Herren, und einen ganz schönen Gruß aus dem eher sonnigen, aber kalten Bern nach Berlin. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei Ihnen im Moment gerade ist. Hier ist es nicht typisch für den April. Es ist viel zu kalt. Wir wollen heute das Ganze von etwas einer größeren Warte aus betrachten. Normalerweise beschäftigen wir uns mit uns selbst, mit unserem Land, mit der Erde. Und sehr selten gehen wir dann wirklich hinaus und schauen uns das Ganze von außen an. Und wir beginnen gerade mit dem Klima und fassen das ein bisschen weiter. Das hier ist nicht Klima. Das ist Wetter. Im Moment ist es, oder diese Woche war es mindestens in der Schweiz so, starker Frost am Morgen, am Tag dann sonnig, der Frost ging wieder weg, aber die Pflanzen scheinen das nicht sehr zu mögen. Das ist Wetter. Und Wetter erstreckt sich über Stunden oder Tage und ändert sich ständig, wie wir das sehr gut wissen. Wenn wir dann zu Klima gehen, zur Klimaänderung, mit Trockenheit, mit Gletschern, die sich zurückziehen, dann sprechen wir eher von Jahren, 10 Jahre bis 10.000 Jahre. Das sind Klimaänderungen, die sich hier bemerkbar machen. Aber unsere Erde ist ja viel älter als 10.000 Jahre und darum gehen wir jetzt ein bisschen weiter zurück. Wenn wir uns die Geschichte der Erde anschauen, dann hat sie sich vor 4,5 Milliarden Jahren geformt. Und wir haben alle diese Zeitalter, Erdzeitalter, bis hin zu heute. Das meiste, vom meisten wissen wir sehr wenig. Das ist alles, was so mehr als etwa 600 Millionen Jahre alt ist. Wenn wir uns das Klima oder mindestens die Temperatur über diese Zeit hier anschauen, mindestens bis hier, über die 500 letzten Millionen Jahre, dann sieht das so aus. Und Sie werden feststellen, dass während vielen Zeiten kein Eis war an den Polarkappen. Es war heiß, es war 30 Grad Durchschnittstemperatur. Die Kaltzeiten, wie wir sie jetzt heute haben, die waren eigentlich recht kurz. Also wenn wir von Klimawandel sprechen, 2,5 Grad, dann ist das verschwindend klein mit was wir, oder also die Erde, in den letzten 500 Millionen Jahren gesehen hat. 56 Millionen Jahre war das Grönland. 85 Grad Fahrenheit, das entspricht so etwa 30 Grad. Es war warm, hatte sicher kein Eis und möglicherweise hatte es tropische Pflanzen in Grönland. Und darum heißt ja Grönland auch Grönland, Greenland, weil es grün war. Und das war nicht das einzige Mal, das ist hier diese Periode. Es war noch sehr lange grün, bis es dann von Eis bedeckt wurde. Also Klima ist etwas, das die Erde ihr ganzes Leben begleitet hat. Und wenn wir zurückgehen zur neugeborenen Erde, 4,5 Milliarden Jahre her, da war die Erde richtig heiß. Es war Magma, es war flüssig, die Oberfläche war flüssig, es war mehrere hundert Grad warm. Also die 2,5 Grad, um die wir jetzt diskutieren, ist verschwindend verglichen mit, was die Erde schon erlebt hat. Und was war vor der Erde? Und jetzt machen wir nochmal einen großen Schritt. Wir schauen uns die Geschichte des Universums an. Ich bin froh, wenn Sie sich jetzt einen Augenblick Zeit nehmen. Weil beim Anblick des Universums, beim genauen Hinblick, was da alles so rumfliegt, verlieren Sie doch gerne einmal den Überblick. Und damit Sie nachher den Durchblick haben, zuerst einen Rückblick. Und dann einen Ausblick, so dass Sie den nötigen Weitblick haben, den Augenblick so richtig zu genießen. Ich hoffe, Sie kommen mit auf diese Reise.
Zuerst zum Überblick. Wo sind wir überhaupt? Das Universum im Moment ist etwa 10 hoch 26 Meter groß. Das ist ein 1 mit 26 Nullen. Und irgendwo in diesem Universum ist der Mensch, der etwa 1 Meter groß ist. Nehmen wir mal an, Sie seien nicht gerade der Herrgott, aber sein Assistent. Und der Herrgott kommt zu Ihnen und sagt, Assistent, ich habe irgendeinmal, irgendwo, vor langer Zeit, ein Experiment namens Mensch begonnen. Gehe hin und schau, was daraus geworden ist. Nun haben Sie eine wahrhaft große Aufgabe. In diesen 10 hoch 26 Metern müssen Sie den Menschen finden. Aber ich gebe Ihnen einen Ratschlag. Warten Sie nicht, weil das Universum dehnt sich immer weiter aus. Das Problem wird also größer. Also nichts wie rein ins Universum. Und das Erste, was Sie suchen müssen, ist ein Haufen von Galaxien, so ein paar Millionen Galaxien, die nahe beieinander sind. Und Sie müssen den richtigen Haufen finden, der Haufen, in dem unsere Milchstraße steckt. Wenn Sie den gefunden haben, dann sind Sie schon bei 10 hoch 24 Meter unten. Und jetzt suchen Sie unter diesen Galaxien die Milchstraße und dann sind Sie bei 10 hoch 21 Metern. Die Milchstraße hat 100 Milliarden Sterne. Einer davon ist unsere Sonne. Und hier ein weiterer Ratschlag. Suchen Sie nicht in der Mitte. In der Mitte hat unsere Milchstraße ein riesiges schwarzes Loch. Und schwarze Löcher tendieren dazu, alles anzuziehen und nichts mehr wegzulassen. Da haben Sie also auch als Assistent vom Herrgott keine Chance. Aber sowieso, unsere Erde befindet sich auf einem Spiralarm relativ weit vom Zentrum weg. Jetzt suchen Sie also alle Sterne ab und dann irgendeinmal finden Sie ein System, das sich so präsentiert. Sonnensystem 10 hoch 16 Meter. Das Erste, was Sie sehen werden, sind Milliarden von Kleinkörpern. Körper, die ein paar Kilometer groß sind. Das ist die Oortsche Wolke, das äußere Reservoir von Kometen. Die sind auf halbem Weg zum nächsten Stern und bewegen sich gerade noch knapp um die Sonne. Und jetzt wird Ihre Aufgabe einfach. Sie sehen in der Entfernung so etwas wie ein Glühwürmchen und dem gehen Sie jetzt nach. Und da können Sie ruhig hindurch. Es sind zwar viele Kleinkörper, aber die Chance, dass Sie da auf einen treffen, ist doch relativ klein. Der Raum ist groß. Bald einmal kommen Sie zur Bahn von Neptun, bei 10 hoch 13 Metern. Und jetzt können Sie einfach zählen. Neptun, Uranus, Saturn, Jupiter, Mars. Und schon sind Sie bei der Erde. Dann sind Sie bei 10 hoch 7 Metern. Und da müssen Sie jetzt landen. Und landen ist nicht ganz einfach. Weil 2/3 der Erde ist von Wasser bedeckt und 1/3 ist Krieg. Und wenn ich diesen Vortrag in der Schweiz geben würde, würde ich natürlich jetzt sagen, die Leute sind nicht überall gleich, aber ich weiß, wo die nettesten Leute im Moment sind. Und ich weiß das jetzt auch, weil sie zuhören. Und darum mein Ratschlag, landen Sie doch irgendwo hier. Und um es noch genauer zu nehmen, wieso nicht hier? Da sind viele nette Leute zu Hause. Und wenn wir es noch genauer nehmen, dann wieso nicht hier? Dann sind Sie bei 10 hoch 2 Metern runter. Nun, ich weiß nicht, ob Sie sich in diesem Gebäude befinden im Moment. Wir alle haben Homeoffice und darum sind wir zu Hause. Und da sind Sie bei 10 Meter. Und wenn wir da reingehen, dann sind Sie wahrscheinlich im Homeoffice und dann ist es noch gerade ein halber Meter. Ist noch 5 Meter. Ich hätte jetzt gerne ein Foto von Ihnen allen gezeigt, weil Sie sind wahrscheinlich heute die nettesten Leute, die es gibt. Aber da ich diese Foto nicht habe,
habe ich mich nach anderen netten Leuten umgeschaut und habe ein paar gefunden, zum Beispiel die hier. Wie Sie sofort sehen, diese Leute sind nicht alle gleich. Es gibt kleinere, es gibt größere, es gibt jüngere und ältere, es gibt hübsche und sehr hübsche und es gibt sehr intelligente und noch intelligentere. Was aber diesen Leuten allen gemeinsam ist, sie bestehen aus 2/3 Wasser. Und wenn wir darum dem Experiment Mensch auf die Spur kommen wollen, dann müssen wir die Geschichte des Wassers verfolgen. Und zwar nicht nur des Wassers, das sie trinken, wir wollen es ja exakt nehmen, sondern wir gehen auf die Spur nach dem Wassermolekül, H2O. Und wenn wir es ganz exakt nehmen wollen, gehen wir zurück zum Wasserstoffkern und dann sind sie bei 10 hoch minus 15 Metern. Das ist so die kleinste Struktur, die wir heute uns anschauen. Woher kommt der Wasserstoffkern? Woher das Wasser? Wenn wir das herausfinden wollen, dann müssen wir eine Zeitreise machen. Zurück in die Frühgeschichte unseres Sonnensystems. Zurück zur Zeit, als unser Sonnensystem so ausgesehen hat, ein solaren Nebel. Weiter zurück in die Zeit einer dunklen Wolke, Molekülwolke. Noch weiter zurück in die Frühgeschichte unserer Galaxie. Zurück zu den allerersten Sternen im Universum. Und schlussendlich zurück zum Zeitpunkt, wo alles begann. Und wenn wir das tun wollen, dann müssen wir mehr als 13 Milliarden Jahre zurückgehen. 13 Milliarden Jahre, das ist eine lange Zeit. Und wir als Menschen mit ungefähr 80 Jahren Lebenserwartung können das kaum erfassen. Ich weiß nicht, ob Sie noch wissen, was Sie vor einem Jahr getan haben. Wahrscheinlich waren Sie auch im Lockdown. Vor 10 Jahren, da war noch kein Lockdown, das weiß ich, aber wir waren alle 10 Jahre jünger. 100 Jahre, die Zeit unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. 1000 Jahre, tiefes Mittelalter. 10.000 Jahre, war das jetzt Bronze oder Steinzeit? Ich hoffe, Sie wissen das, Sie haben in der Schule aufgepasst. 100.000 Jahre, das ist schon sehr lange her, 1 Million ist noch länger. 10 Millionen, 100 Millionen, 1 Milliarde, 10 Milliarden, das ist einfach alles sehr lange. Und wir haben kein Gefühl dafür. Und damit Sie ein bisschen ein Gefühl bekommen, was in diesen 13 Milliarden Jahren alles passiert ist, pressen wir die jetzt zusammen in ein Jahr, wie wir es kennen, in ein Universumsjahr. In diesem Universumsjahr war am 1. Januar um Mitternacht der Big Bang, der Urknall. Und heute sitzen wir wiederum um Mitternacht am 31. Dezember und warten auf den Glockenschlag. Genau ein Jahr ist vergangen. Was ist passiert? 1. Januar, Big Bang. Im Februar, die ersten Sterne. Im März, unsere Galaxie. Dann im August, unser Sonnensystem, die Sonne, alle Planeten inklusive der Erde, Kometen, Asteroiden, was sonst noch da so rumfliegt. Und dann im September das erste Leben, die Einzeller. Im November dann die Mehrzeller und dann kam der Dezember. 17. Dezember das erste Wirbeltier, 18. Dezember die erste Pflanze an Land, vorher war alles Leben im Wasser. 20. Dezember der erste Vierbeiner, das waren nicht Säugetiere, das waren Echsen. Einen Tag später die Insekten, die brauchten ja irgendetwas, um stechen zu können, also kamen die nach den Vierbeinern. Heiliger Abend, die Dinosaurier. Und dann an Weihnachten die Säugetiere. Der erste Vogel lernte fliegen bis am 27. Dezember. Und am 29. Dezember starben die Dinos wieder aus.
Die haben es also gerade mal 5 Tage gemacht in diesem Universumsjahr. Aber da müssen Sie sich jetzt nichts einbilden. Wir haben es noch viel weniger weit gebracht. 31. Dezember, Viertel nach 10 Uhr am Morgen kamen die Affen. Viertel vor 10 Uhr abends lernten sie auf 2 Beinen gehen. Und dann, 12 Minuten vor 11 Uhr, der Homo erectus. Das erste menschenähnliche Lebewesen. Der hat es nicht lange gemacht. Der ist gerade wieder ausgestorben. 6 Minuten vor Mitternacht kamen wir, der Homo sapiens. Uns gibt es seit 6 Minuten. 15 Sekunden vor Mitternacht lernten wir schreiben. 10 Sekunden vor Mitternacht bauten wir Pyramiden. Und 1 Sekunde vor Mitternacht entdeckte Kolumbus Amerika. Und jetzt ist Mitternacht. Wenn ich mir jeweils dieses Schema anschaue, dann muss ich sagen, der Mensch ist wahrscheinlich eine Fußnote der Geschichte. Er hat nichts mit der Entwicklung des Universums zu tun. Und es ist auch anzunehmen, wenn es den Menschen mal nicht mehr gibt, dass das Universum sich einfach weiterentwickeln wird. Wir werden nicht sehr viel von uns hinterlassen. Wenn Sie schauen, dass die Dinosaurier 5 Tage lang gemacht haben, ist ganz klar, die waren nicht nachhaltig, die haben zu viel gefressen, mehr als ihnen zustand. Und darum sind sie auch beim ersten Klimaschwank wieder ausgestorben. Uns kann es je nachdem ähnlicher gehen. Gehen wir mal zurück zum Anfang, der Big Bang, der Urknall. Ich kenne 2 Beschreibungen. Eine ist in der Bibel, wie der Urknall stattgefunden hat. Die andere ist von Einstein. Beide gehen eigentlich davon aus, dass im Prinzip aus nichts etwas entstand. Der Big Bang hier, physikalisch gesehen, da entstand aus Energie, Materie nach der Formel E gleich mc². Und vorher war alles Energie und in kürzester Zeit entstand so Materie. Ich habe Ihnen einen kleinen Big Bang mitgebracht, oder also ich werde den in Bern ablassen und darum müssen Sie sich nicht groß kümmern. Ist relativ ungefährlich, aber Achtung, fertig, los. Und das war er, der Big Bang. Der Big Bang war leise. Weil um Töne zu übermitteln, brauchen sie Materie, Gas, Flüssigkeit, Festkörper. Und da noch keine Materie vorhanden war beim Big Bang, wurden keine Töne übermittelt. Es war also still. Der Big Bang war aber auch dunkel. Wenn Sie alle Energie an einem Punkt haben, ist das wie ein riesiges schwarzes Loch. Da geht nichts raus, auch kein Licht. Und darum hätte man den von außen nicht gesehen. War dunkel. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt enttäuscht sind vom Big Bang. Es kommen natürlich dann immer die Fragen, ja, was war vorher? Was war vor dem Big Bang? Und auch da kenne ich 2 Antworten. Gott schuf die Welt nicht in der Zeit, sondern mit der Zeit. Das war ein Kirchenfürst, 500 nach Christus. Und das ist eigentlich erstaunlich. Weil Einstein hat etwas ganz Ähnliches gesagt. Ohne Materie gibt es weder Raum noch Zeit. Und deshalb ist die Frage nach dem Vorher falsch. Wenn es keine Zeit gibt, gibt es auch kein Vorher. Es gibt dann immer die Leute, die besonders schlau sind und fragen, ja, was hat dann der Herrgott vorher gemacht? Und da kenne ich nur eine Antwort. Und das ist die, der Herrgott hat vorher die Hölle gemacht für Leute, die solche Fragen stellen. Gehen wir zur Geschichte des Materials. Im Urknall ist Materie entstanden, und zwar vor allem die ganz leichten Elemente, vor allem Wasserstoff. Umgekehrt, aller Wasserstoff, den wir heute im Universum haben, stammt direkt aus dem Big Bang. Dieser Wasserstoff und ein bisschen Helium hat sich ausgedehnt, hat den Raum erst geschaffen
Und bald schon entstanden die ersten Sterne. Ein Stern ist nichts anderes als ein Ball von Gas, ein riesiger Ball. Und weil er so groß ist, hat er Anziehungskraft auf sich selber, zieht das Material zusammen. Und die Wasserstoffkerne, die können so nahe zusammenkommen, dass sie miteinander fusionieren, sich verbinden. Und so können sie aus zwei Wasserstoff ein Deuterium machen, ein weiteres Wasserstoff dazu, ein Tritium. Nochmal eines dazu gibt Helium. Drei Helium gibt einen Kohlenstoff. Kohlenstoff und Helium gibt Sauerstoff. Und so können sie das ganze Elementsystem, wie wir es kennen aus der Chemie, aufbauen. Bis hin zum Eisen. Eisen ist dasjenige Element, das am besten gebunden ist im Kern. Und dort ist wie ein Tal, wo die Energie dann stecken bleibt. Und es ist kein Wunder, dass unsere Erde im Innern sehr viel Eisen hat. Aber wir alle wissen, dass es schwerere Elemente gibt. Und diese entstehen beim Tod von Sternen. Sterne leben nicht ewig. Und wenn sie groß sind, dann explodieren sie als Supernova. Und in einer Supernova sind die Temperaturen noch viel höher als in einem Stern. Und da können gewisse schwerere Elemente entstehen. Wenn wir uns das Elementsystem anschauen, die leichten Elemente, die kommen aus Stern. Und dann haben wir da die gelben, die kommen aus Supernova. Sternen, die explodieren. Die grünen, die kommen aus Sternen wie unsere Sonne, kleinere Sterne. Und dann haben wir noch die violetten. Wenn Sterne als Supernova sterben, dann bleiben Neutronensterne zurück. Das sind kleine Sterne, die nur aus Neutronen bestehen, die aber eine sehr große Masse haben. Und die gibt es dann häufig im Doppelpack. Und wenn zwei solche Neutronensterne miteinander fusionieren oder kollidieren. Und Sie sehen hier eine Animation, wie das etwa passieren kann. Die kreisen umeinander und immer schneller. Sie ziehen sich an, bis sie schlussendlich kollidieren. Und bei der Kollision wird so viel Energie frei, dass dann auch die ganz schweren entstehen können, wie zum Beispiel Gold. Also wenn Sie das nächste Mal Gold brauchen, gehen Sie nicht zur Bank, kaufen Sie sich zwei Neutronensterne und Sie bekommen mehr davon. Egal wie Sterne sterben, im Anschluss an ihren Tod geben sie das meiste Material, das sie beinhaltet haben, ab ans Universum. Das Material kühlt ab, es können sich Moleküle bilden und was sich vor allem bildet, ist Staub. Siliziumoxid, Siliziumcarbid, aber auch Diamant. Und dieser Staub, der wandert zusammen mit dem Gas, wandert durchs Universum, kann sich zusammenfinden in solch die bestehen aus Staub und Gas und die sind äußerst kalt. Die sind minus 62 Grad Celsius, 10 Kelvin, nahe beim absoluten Nullpunkt. Die Chemie, die hier stattfindet, ist eine ganz besondere Chemie, ist katalytisch an den Oberflächen der Staubkörner. Und was hier entstehen kann, ist dann Oxid, Wasser, Methan, Methanol, und wenn Sie ein klein bisschen Ultraviolettlicht von diesen Sternen in der Umgebung dazugeben, können Sie die ganze organische Chemie machen, wie wir sie kennen. Bis hin zu Vorläufern von Aminosäuren. Wenn die Wolken zu schwer werden, dann kollabieren sie. Das Material wird wieder sehr dicht und es können sich daraus neue Sterne formen. Das sind dann Zweitgenerationen Sterne. Und so beim zweiten, dritten Umgang hier ist das passiert, was uns interessiert. Es hat einen Nebel gegeben, eine Scheibe. In der Mitte hat sich die Sonne gebildet, darum herum die Planeten, Kometen. Und heute sieht das so aus.
So hat es in Berlin vor 4,6 Milliarden Jahren ausgesehen. Also die Foto ist nicht von mir, ich bin schon älter, aber so alt dann doch nicht ganz. Das ist kollabiert und es hat daraus einen solaren Nebel gegeben, eine Suppe von einer schlechten Köchin. Sie sehen, es hat Knollen drin. Und im Weltall ist halt ein bisschen wie auf der Erde. Wer hat, dem wird gegeben. Wer reich ist, wird immer reicher. Das heißt, die größeren Knollen, die können Materie anziehen, wachsen. Und die kleinen Knollen hier, die werden entweder geschluckt oder bleiben klein. Und so hat sich daraus eben unser Planetensystem entwickelt. Die Sonne hat 99% des Materials gefressen. Sie wurde am reichsten, die wurde so groß, dass sie zu leuchten begonnen hat. Den inneren Planeten hat sie nicht mehr sehr viel übrig gelassen. Darum sind Erde, Mars, Venus, Merkur klein geblieben, während die äußeren Planeten genügend weit von der Sonne weg waren und dort noch Material zum Wachsen gefunden haben. Und da ist Berlin heute. Vor viereinhalb Milliarden Jahren hat die Erde so ausgesehen, es war wirklich heiß, Magma. Es hat gestunken, weil es noch vulkanisch war, Schwefel in der Luft, oder also Luft kann man dem nicht sagen. Und dann hatte sie erst noch einen kosmischen Verkehrsunfall. Zu der Zeit wusste man noch nicht so genau, wie man um einen Kreisel fährt. Die Planeten fuhren kreuz und quer durchs Sonnensystem hindurch. Und ein Planet, Größe Mars, ist in die Erde gestoßen. Und daraus ist entstanden, was wir heute kennen, unsere Erde und der Mond. Und unsere Erde, heute ist sie blau und blau heißt Wasser. Und eine der großen Fragen ist, wieso hat unsere Erde jetzt plötzlich Wasser? Und das ist der Zeitpunkt, wo Kometen ins Spiel kommen. Kometen bestehen hauptsächlich aus Wasser. Man hat immer schon gewusst, dass ein Komet etwas ganz Besonderes ist. Kometen, diejenigen, die es heute noch gibt, da wissen wir, die sind irgendwo zwischen Uranus und Neptun entstanden. Kalt, weit weg von der Sonne und dann durch die großen Planeten noch weiter hinaus befördert worden, eben in diese Ortwolke, die wir vorher durchquert haben. Und nur durch Zufall kommen einzelne Kometen wieder ins Innere vom Sonnensystem und können beobachtet werden. Am Anfang war die Schneelinie beim Jupiter, das heißt, alles Wasser innerhalb der Schneelinie ist verdampft. Alles Wasser außerhalb der Schneelinie ist tiefgefroren. Stammt das irdische Wasser von Kometen? Das könnte ja sein, weil Kometen aus Wasser bestehen, vorwiegend aus Wasser. Und die Masse der Erde ist etwa 10 hoch 24 Kilos. Davon ist etwa 1 Promille Wasser. Und das heißt, und ein Komet ist etwa 10 hoch 14 Kilo. Also 10 hoch 21 Kilo Wasser haben wir auf der Erde, Oberflächenwasser. Und das heißt, wir bräuchten ungefähr 10 Millionen Kometen, um das Wasser zu bringen. 10 Millionen Kometen, das tönt gefährlich, oder? Wenn die alle einschlagen. Und wir wissen, dass das heute nicht mehr passiert. Aber wenn Sie das nächste Mal auf den Mond fliegen, dann müssen Sie schauen. Beim Mond sind alle Krater gleich alt. 3,8 Milliarden Jahre. Das heißt, vor 3,8 Milliarden Jahren sind sehr viele Kleinkörper eingeschlagen auf den Mond und natürlich auf die Erde. Und so könnte man sich erklären, dass Kometen Wasser gebracht haben. Und wenn Kometen das Wasser bringen, dann können sie auch vielleicht auch die Grundbausteine für Organismen bringen, sei es für Bakterien oder für diesen hier. Wir wissen, dass im All organische Chemie stattfindet, das haben wir vorhin gesehen. Wir wissen, dass bis zu Aminosäuren Moleküle existieren. Und wir wissen, dass Kometen dieses organische Material konservieren. Und sie können es bringen, zusammen mit dem Wasser. Und darum hat Europa die Rosetta-Mission gemacht. Eine Mission zu einem Kometen namens Churyumov-Gerasimenko. 10 Jahre Flug, dann im März 2014 haben wir den Kometen gesehen, also ein Pixel auf der Kamera. Dann sind wir näher gekommen, haben gesehen, dass das ein lustiger
Komet ist, sieht aus wie eine Ente. Und wir haben die Zusammensetzung dieses Kometen genau untersucht. Bis im September 2016, wo wir Rosetta dann auf dem Kometen abgesetzt haben. Was haben wir gelernt? Erstens einmal haben wir gelernt, dass ein Komet stinkt. Er riecht nach faulen Eiern, er riecht nach Ammoniak, er riecht nach allem Möglichen und riecht wirklich nicht sehr gut. Die Presse hat das aufgenommen. Mein Lieblingszitat ist das hier. Das ist in der Schweizer Bauernzeitung. Das erste und einzige Mal, dass ein wissenschaftliches Weltraumexperiment in der Bauernzeitung auf der Titelseite kam. Wir haben gelernt, dass Kometen unser Wasser nicht gebracht haben. Das Wasser in Kometen ist anders als unser Wasser, hat mehr schweres Wasser, mehr Deuterium. Und darum ist es nicht kompatibel. Aber wir haben gemerkt, dass es nur etwa 100.000 Kometen braucht, also nicht 10 Millionen, um einen schönen Teil unserer Atmosphäre zu bringen. Insbesondere die Edelgase, die wir in der Atmosphäre haben, Argon, Krypton und Xenon. Und das Xenon insbesondere ist exakt gleich in unserer Atmosphäre wie auf dem Kometen. Und darum können wir ausrechnen, dass es etwa 100.000 Kometen waren, die unsere Erde getroffen haben. Und diese 100.000 Kometen haben organisches Material gebracht, und zwar so viel, dass es mehr ist als die heutige Biomasse auf der Erde. Also Kometen enthalten ganz klar kein Leben. Aber Kometen können die Prozesse gestartet haben, die schlussendlich zu biologischen Zellen führten. Wenn Sie einen Kometen ins Wasser schmeißen, bei Ihnen wahrscheinlich, ich weiß nicht was, in die Elbe oder irgendwo so, in einen See in der Nähe, dann wird der Komet schmelzen. Er ist nur etwa 4 Kilometer groß, also das ist nicht so tragisch. Er wird schmelzen, die Moleküle werden frei, sie können mit Wasser und Mineralien reagieren. Und so ist es vielleicht passiert, dass aus diesen organischen Molekülen RNA, DNA, Einzeller, Mehrzeller, Wassertiere, Landtiere und schlussendlich der Mensch entstanden ist. Und heute sind wir in der Lage und haben die Fähigkeit, zurückzuschauen zu unserem eigenen Ursprung. Eine wunderschöne Vorstellung in meinen Augen. Aber damit stellt sich dann sofort die Frage, ist die Erde wirklich der Mittelpunkt des Universums und wir die Krone der Schöpfung? Kometen, die sind universell. Das Material hat sich ohne Erde und ohne Sonne gebildet. Die gibt es überall. Und wir kennen heute mehr als 4000 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Und damit ist es wahrscheinlich eher so, wir sind eine Erde unter Millionen von Erden und das irdische Leben wahrscheinlich nur eine Lebensform unter Tausenden. Wieso hören wir sie dann nicht, die anderen? Und da gibt es eine Formel, die ist nicht sehr wissenschaftlich, aber trotzdem noch lustig. Das sind Wahrscheinlichkeiten. R hier ist die Wahrscheinlichkeit der Sternentstehung in der Galaxie. Das sind also heute 100 Milliarden. Dann haben wir FP, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stern Planeten hat. Das wissen wir, das ist wahrscheinlich fast 1. Jeder Stern hat seine Planeten. Das NE ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Planet am richtigen Ort ist, dort, wo das Wasser flüssig ist. FE, die Wahrscheinlichkeit, dass Leben entsteht, da haben wir keine Ahnung. Dann FI, die Wahrscheinlichkeit, dass intelligentes Leben entsteht. Da bin ich fast sicher, dass das Null ist. Wir haben ja noch keines gefunden. Aber Wahrscheinlichkeit FC, dass ein technologisches Leben entsteht, das wissen wir, das können wir auf der Erde. Und L ist die Zeitdauer, die technologisches Leben existiert, an der totalen Zeitdauer des Universums. Das wäre in unserem Fall etwa 120 Jahre auf 13 Milliarden. Das ist eine sehr kleine Zahl. Wenn wir da Zahlen einsetzen, so ungefähr abgeschätzt, dann kommen wir darauf, dass allein in unserer Galaxie 1000 Zivilisationen sind, die heute Funksignale senden können.
Warum hören wir sie dann nicht? Und jetzt kommt der Raum ins Spiel. Wenn wir diese 1000 Zivilisationen statistisch in der Galaxie verteilen, dann stellen wir fest, dass statistisch gesehen die nächste Zivilisation 1600 Lichtjahre von uns weg ist. Und das heißt, wenn wir denen ein Signal schicken, hallo, ist da jemand? Dann kommt die Antwort frühestens in 3200 Jahren. Und so viel Geduld hat wahrscheinlich niemand von uns. Können wir die anderen sehen? Voyager, eine Sonde, die in den 70er Jahren gestartet ist, hat von außen zurückgeschaut auf unsere Planeten. 6 der Planeten. Und ich weiß nicht, ob sie mir sagen können, wo es ihr Leben hat. Ich kann es nicht, aber ich weiß es. Hier, auf diesem Planeten. Von außen sehen sie nichts. Keine Signatur von Leben. Und dann wird es sehr schwierig sein zu sehen, ob es irgendwo Leben gibt, ob es irgendwo intelligentes Leben gibt, also höher entwickeltes Leben. Ich weiß nicht, ob wir das je schaffen, die Menschheit, aber wir können es versuchen. Machen wir noch einen kurzen Ausblick. Im Moment ist klar, der Mensch ist sein größter Feind. Oder wir sind miteinander nicht gerade nett. Wir haben mit Viren zu kämpfen, wir bekriegen uns und wir sind vor allem mit der Umwelt nicht sehr nett. Und es liegt an uns, hier Abhilfe zu schaffen. Das heißt, im Moment bestimmen wir die Lebensdauer der Menschheit und niemand sonst. Wir können nicht verhindern, dass es irgendwie wieder eine Eiszeit gibt oder auch wieder mal ein Kleinkörper einschlägt, aber eben für heute sind wir verantwortlich. Nun, ich muss Ihnen leider sagen, die Menschheit hat ein Ablaufdatum. Wir werden es nicht ewig machen, das ist ganz klar. Das Ende der Menschheit ist voraussehbar und schlussendlich das Ende des Lebens auf der Erde. Wir haben am Anfang gesehen, das Klima auf der Erde ändert sich ständig. Und es sind 20 Grad oder mehr, die sich die Temperatur ändert, weil die Erdbahn nicht so stabil ist. Das wird wieder passieren. Wir sind im Moment in einer Kaltzeit. Ob das wieder mal hochgeht, ist gut möglich. Das wissen wir nicht. Und wann es ist, auch nicht. Das heißt, ich weiß, dass es irgendwann mal wieder hochgehen wird, aber wir wissen nicht genau wann. Jedes Mal, wenn die Temperatur stark angestiegen ist, und das zeigen hier die Pfeile, kam es zu einer großen Extinktion von Leben, von Lebewesen. Es ist nicht alles Leben ausgestorben, aber ein Großteil hier und ein Großteil hier, das waren dann die Dinosaurier. Was passieren kann, heute, morgen oder erst in 100 Millionen Jahren, ein riesen Vulkanausbruch. Unsere Erde ist im Inneren nicht fest, sie ist flüssig, Vulkanausbrüche passieren, das wissen wir, und es kann auch einmal ein riesiger Vulkanausbruch sein, der so groß ist, dass er die Atmosphäre verdunkelt. Und zwar um die ganze Erde herum. Was dann passiert, es wird kalt, es wird nichts mehr wachsen, Eiszeit. Und der Mensch ist dann vielleicht dumm genug, sich um die Ressourcen zu streiten und Krieg zu beginnen. Und das könnte das Ende der Menschheit sein. Es kann auch passieren, dass wieder mal ein Kleinkörper einschlägt. Wenn der in Bern einschlägt, dann spüren Sie das wahrscheinlich in Berlin auch und umgekehrt. Wenn er in Australien einschlägt, ist das im ersten Moment für uns noch nicht so schlimm. Aber nur im ersten Moment. Weil auch dann geht so viel Material in die Atmosphäre, dass es dunkel wird, kalt und Hunger kommt. Was passieren könnte, ist nicht sehr wahrscheinlich, ist, dass eine Supernova in der Umgebung unseres Sonnensystems explodiert. Das führt zu sogenannten Gamma-Strahlenausbrüchen und das könnte eigentlich alles Leben auf der Erde innerhalb eines Tages zerstören. Alles Leben. Also auch die primitiveren Lebewesen. Es könnte ein Stern an unserem Sonnensystem vorbeiziehen. Der hat
wenn es ein großer Stern ist, hat er gravitationelle Auswirkungen. Es schüttelt das Sonnensystem durch. Es ändert die Bahnen der Planeten, auch die Bahn der Erde möglicherweise. Und das könnte entweder heißer werden auf der Erde oder kälter oder sowohl als auch eine exzentrische Bahn, was auch immer. Der Effekt ist etwas unklar, aber wahrscheinlich nicht gerade gesund für uns. Glücklicherweise haben wir den Mond. Der Mond stützt uns, er stützt die Erdachse, er macht die stabil. Aber der Mond schleicht sich langsam davon. Es dauert noch ein paar Milliarden Jahre, aber dann kann er uns nicht mehr stützen. Dann wird die Erde hin und her kreisen hier. Die Achse wird hin und her gehen. Und das wird das Klima dann natürlich auch sehr stark beeinflussen. Was wir ganz sicher sind, ist die Sonne. Die Sonne hat ungefähr Halbzeit. 5 Milliarden Jahre sind vorbei. Es geht nochmal 5 Milliarden Jahre. Die Leuchtkraft der Sonne nimmt stetig zu. Ebenfalls ihr Radius, sie wird immer größer. Und die Leuchtkraft macht, und ebenfalls der Radius, dass es bei uns immer wärmer wird. Das ist nicht der Klimawandel, über den wir immer sprechen, oder? Das hat mit dem nichts zu tun. Aber längerfristig, über Millionen Jahren, wird das einen Effekt haben. Man nimmt an, dass ungefähr in 600 Millionen Jahren wir einen CO2-Mangel haben. Also nicht mehr zu viel CO2 in der Atmosphäre, sondern zu wenig. Weil wenn es sehr heiß ist, das CO2 mit den Mineralien der Steine auf der Erde reagiert, dass wir das CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Damit wächst dann auch nichts mehr, keine Bäume, kein Gras. Und das ist dann auch unser Ende spätestens. In 1000 Millionen Jahren, in einer Milliarde, werden wir einen feuchten Grünhauseffekt haben. Die Ozeane werden verdampfen. Das Wasser ist in der Atmosphäre. Das gibt einen Grünhauseffekt. Es wird immer noch heißer. Und schlussendlich in 2 bis 3 Milliarden Jahren wird das Magnetfeld verschwinden. Das Eisen im Innern der Erde wird starr, nicht mehr flüssig sein, weil die Radioaktivität im Innern abnimmt. Und das heißt, wenn die Erde kein Magnetfeld mehr hat, dann kann die Sonne, der Sonnenwind, diese Atmosphäre erodieren, wegtragen, wegspülen und dann hat die Erde auch keine Atmosphäre mehr. Das wird passieren. Da können wir gar nichts unternehmen dagegen. Die Sonne selbst, wenn wir jetzt zurückgehen zum Universumsjahr, in 5 Monaten im Universumsjahr, also nicht in Echtzeit, keine Angst, wird sich aufblähen zu einem roten Riesen. Sie wird Merkur, Venus und Erde verschlucken, alles, was von uns übrig ist. Dann wird sie sich zurückziehen zu einem kleinen weißen Zwerg und das Material ans Universum abgeben. Dieses Material wird das Universum ziehen. Es können sich wieder solch dunkle Wolken bilden, die kollabieren. Daraus entsteht vielleicht wieder ein Stern, Planeten und wer weiß, Leben. Also werden wir uns vielleicht da wieder sehen. Das Problem ist ein bisschen das Universum. Auch das Universum ist nicht nachhaltig. Das Universum leuchtet, weil es Wasserstoff verbrennt. Wir haben gesehen, Wasserstoff kommt alles aus dem Urknall und das verbrennt zu immer schweren Elementen und das macht, dass die Sterne leuchten. Und das ist eine Einbahnstraße, geht nicht mehr zurück. Und jetzt können Sie sich selber ausrechnen, irgendwann mal hat es keinen Wasserstoff mehr. Und was dann passiert? Es wird dunkel, es leuchtet nichts mehr und es wird kalt, sehr kalt. Nun, zum Trost, vielleicht gibt es ja mehr als ein Universum. Es gibt vielleicht ein Multiversum, also viele Universen. Das werden wir nie wissen, aber man kann mindestens darüber nachdenken. Und vielleicht ist es ein bisschen wie eine Seifenblase. Eine Seifenblase, die entsteht, wächst, verplatzt
und dann gibt es neue Seifenblasen. Damit haben Sie Ihren Auftrag erfüllt. Als Assistent des Herrgotts können Sie jetzt zurückgehen und sagen, Herrgott, ich habe das Experiment Mensch verfolgt und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass der Mensch definitiv nicht dein Ebenbild ist. Er ist nicht gerade nett zu sich selber, er ist nicht nett zur Erde, er trägt keine Sorge zur Natur. Das kann nicht dein Ebenbild sein. Aber die gute Nachricht ist, das Problem wird sich von selbst erledigen. Wir sind also nicht die Krone der Schöpfung, sondern wahrscheinlich eher ein Staubkörnchen in der Wüste oder ein Augenzwinkern in der Ewigkeit. Und damit rate ich Ihnen, genießen Sie diesen Augenblick. Herzlichen Dank.